Hallöchen Leute und willkommen zu einer neuen Infovideo Fortnite. Ja, ich würde sagen, wir jumpen schnell eine Runde. Ihr seht da unten auch schon Server bald vorübergehend offline, Server Patch 4.1 ab 8 Uhr. Deutschland ist halt offline. Und ja, ich würde mal sagen, ich erzähle euch gleich mal über ein Update und ja. Bis gleich. So Leute, wir sind jetzt in einer Runde drin. Und ja. Kommen wir erstmal zum ersten groben Bunker. Ich muss sagen, wir gehen mit den Towers mit ein paar Runden, mal gucken, wie es läuft. Ja. Jedenfalls würde ich mal sagen, erste Sache. Morgen erhalten wir die P90. Also die kleine Maschinenpistole steht in der Update News. Wird, denke ich mal, eine hohe Feuerrate haben. Wird so ähnlich sein wie die Tommy Gun. Und ja. Vom Schaden wird wahrscheinlich leicht im Mund verwenden und vom Schaden irgendwie bei, schätze ich mal, 28 oder so sein. Wird doch sehr schnell seine Munition rausbrechen, wird auch höchstwahrscheinlich einen sehr hohen Rückstoß haben. Und ja, das Ganze wird ein legendär und episch verfügbar sein, was auch die ersten Dings da. Auch die erste Maschinenpistole wäre die legendär und epische ist. Und ja. Kommen wir zur nächsten Sache. Let's go. Bei der nächsten Sache haben wir. Die neue Mordsäule. Haben wir das Geburtstagsupdate von Fortnite, weil ihr wisst, Fortnite wird ein Jahr alt und ja, da wird morgen Geburtstagsupdate rauskommen und in diesen Updates werden wir mehrere Challenges haben zur Verfügung, die wir erledigen können, zum Beispiel tanze vor verschiedenen Kugeln, eliminiere füge Schaden an Gegnern zu und spiele 14 Matches, glaube ich, war das. Und ja, darauf könnt ihr euch freuen, da könnt ihr den Rucksack und so freischalten. Und dann gibt es noch eine News. Für die, die Rettet die Welt sich gekauft haben, also die sich heute Rettet die Welt noch kaufen, also bevor die Server offline gehen morgen, wenn sich dann noch Rettet die Welt kauft, der bekommt kostenlose Skins. So eine Art, Captain Blaumütze hier. So eine Art. Werdet ihr kriegen, bloß als rosa Mütze, also die wird rosa sein und die werdet so eine Art so eine Art Skulltrooper kriegen, bloß das Gesicht vom Skulltrooper halt, also so von den Farben und an sich wird der, glaube ich, legendär sein, der Skulltrooper. Warum ist es so gut? Jedenfalls, wenn wir halt das Challenges haben zum Geburtstag-Update, ja, und ihr werdet die Skins halt kriegen. Ihr könnt euch darauf freuen, ihr müsst einfach nur das normale Gunner-Paket oder andere Pakete gekauft haben, wie ihr halt lustig hattet.
Und das erfreut sich ganz zum Schluss. Ihr werdet und am Freitag wahrscheinlich, am 25. meine ich, wird Playground zurückkommen, also Spielwiese. Der kleine Pissnose, Digga, du bist. Ah ja. Digga, der war doch kein normaler Nose, Digga. Ja, also die Schleife auf dem Rücken. Genau. Ja, am 25. also es wird der Mittwoch sein, wird halt Spiel wieder kommen. Da werde ich auch ein bisschen mit gegen Flohzocker spielen und noch ein paar andere. Weil könnt ihr euch überraschen lassen. Und ja, das war so kurz und knackig. Und würde ich mal sagen, haut drin, bis zum nächsten Mal. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn euch die News gefallen. Und ciao!